Alle Überwachungs- und Anleitungsinstitution, das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Reichspropagandaministerium unter Leitung von Josef Goebbels, geschaffen, in Klammern einer der schlimmsten Verbrecher, die Deutschland jemals erlebt hat. Wer den braunen Machthabern ideologisch nicht passte, wurde entlassen, vertrieben oder ermordet. Protest war selten, selbst die journalistischen und verlegerischen Standesvertretungen wagten nur mittelbaren Widerspruch. Die Journalistenvertretung Reichsverband der deutschen Presse wurde anders als andere Gewerkschaften nicht verboten, sondern die Mitglieder wählten 1933 einfach den neuen nationalsozialistischen Reichspressechef Otto Dietrich an ihre Verbandsspitze. Und so geht es dann im Einzelnen weiter. Und schließlich heißt es, zur Durchsetzung nationalsozialistischer Inhalte erhielten die Redaktionen vom Reichspropagandaministerium Anweisungen, welche Themen auf welche Weise zu behandeln waren. Äußerst konsequent nutzte der NS-Apparat die Möglichkeiten der Medien, um seine Ziele in alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche zu transportieren. Und so weiter und so weiter. Ich empfehle, das nachzulesen. Und damit sind wir mitten im Thema, das ausgerechnet die NPD hier auf die Tagesordnung gesetzt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand anders als der freie Zusammenschluss von Journalisten im Deutschen Journalistenverband Mecklenburg-Vorpommern, eingetragener Verein. Dem Verband gehören europaweit rund 40.000 Journalisten an, hat sich veranlasst gesehen, dieser Verband hat sich veranlasst gesehen, seinen diesjährigen Landesmedientag unter das Thema zu stellen, ich zitiere, der Umgang der Medien in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Rechtsextremismus. Warum wohl stellt ein freiwilliger Zusammenschluss von Journalisten, es ist der mit Abstand größte seiner Art, das Thema Umgang der Medien in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Rechtsextremismus in den Mittelpunkt seiner Jahrestagung. Nun, ganz einfach, weil es dazu leider Anlass gibt. Genauso wie sich die heutigen verfassungsfeindlichen Rechtsextremisten, ein Ableger der Rechtsextremisten befindet sich in Form der NPD hier im Landtag, genauso wie sich die verfassungsfeindlichen Rechtsextremisten sich auch sonst an dem Vorbild der nationalistischen Verbrecherbande des sogenannten Dritten Reichs ausrichten, knüpfen sie natürlich auch an das damalige Verständnis von Pressefreiheit, die in Gleichschaltung mit dem diktatorischen Regime pervertiert wurde, an. Ich zitiere aus einer Meldung von tagesschau.de, vom 2. Juni 2010, 15.40 Uhr. Dort heißt es, und jetzt hören Sie bitte alle genau zu, das ist dieses Jahr, es ist nicht 1933. Die rechtsextreme NPD hat mehrere Journalisten und TV-Teams von ihrem Parteitag Ende dieser Woche in Bamberg ausgeschlossen. Betroffen sind nach Angaben von NDR Info neben dem Sender selbst auch das ARD Fernsehmagazin Report Mainz, die Tageszeitung Taz und Tagesschau.de sowie Autoren, die für ihre Recherchen zum rechtsradikalen Milieu mehrfach ausgezeichnet wurden. Sie erhielten in der Nacht zum Mittwoch, ich wiederhole, Sie können so viel schreien, wie Sie wollen, uns kriegen Sie nicht mundtot mit Ihren Methoden. Ich zitiere weiter. Sie erhielten in der Nacht zum Mittwoch eine E-Mail mit dem Satz, Zitat, leider, und jetzt denken Sie an das, was ich eben von 1933 Ihnen vorgelesen habe. Jetzt hören Sie sich das an, das ist 2010. Wörtlich heißt es in der E-Mail der NPD, leider gehören Sie zu der Sorte Journalisten, die im Umgang mit der nationalen Opposition den presserechtlichen Sorgfaltspflichten zuwiderhandeln. Josef Goebbels lässt grüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt geht es weiter.
Und das sind die Herren, die hier sitzen. Es ist nicht irgendjemand. Die Herren, die hier sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie an der Spitze, Sie an der Spitze. Ich zitiere weiter. Ein NPD-Sprecher bestätigte den Ausschluss. Der Deutsche Journalistenverband kritisierte das Vorgehen der NPD als einen klaren Verstoß gegen das Versammlungs- und Presserecht. Die NPD mache mit ihrem Verhalten deutlich, dass sie mit der Pressefreiheit und dem Grundgesetz offenbar auf Kriegsfuß stehe. Und jetzt die Spitze. Ja. So. Und Meine Damen und Herren, das Wort hat der Abgeordnete Herr Dr. Born. Ich bitte dafür zu sorgen, dass der Abgeordnete Herr Dr. Born zu hören ist. Herr Dr. Born, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Und jetzt sage ich noch einmal, nicht Josef Goebbels, sondern es heißt hier weiter, zudem liegt dem Parteitag ein Geschäftsordnungsantrag des NPD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern vor, wonach nach dem Auftakt des Programmparteitages auch die anderen Medienvertreter ausgeschlossen werden sollen. Zitat Ende. Und Tagesschau.de, der öffentlich-rechtliche Sender, hat dann einen Hinweis auf einen weiteren Artikel als nächstes, der lautet: Volksverhetzung Doppelpunkt NPD-Funktionär Pasteurs verurteilt, in Klammern 6.5.10. Dann wissen wir, mit wem wir es hier zu tun haben. Noch einmal, aus gutem Grund hat der Deutsche Journalistenverband den Landesmedientag unter das Motto Umgang der Medien mit dem Rechtsextremismus gestellt. Und aus gutem Grund hat der Deutsche Journalistenverband den für Extremismusbekämpfung zuständigen Minister dieses Landes, Innenminister Lorenz Cavier, gebeten, zum aktuellen Lagebild Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern zu referieren und darüber hinaus den Leiter des Verfassungsschutzes, Reinhard Müller, gebeten, über Einzelheiten der extremistischen Bedrohung in unserem Bundesland zu berichten. Und dieser hat dargelegt, was ja nicht weiter verwundern dürfte, nach dem, was wir vorhin über 1933 vernommen haben. Er hat dargelegt, dass die NPD nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zunehmend sozial